Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben inzwischen rausgefunden, was der Himmelsfisch ist. Wir haben eine leuchtende Säule beschworen und jetzt brauchen wir Seedons Hilfe, um diese Himmelsbrücke zu aktivieren. Derweil kümmert sich Jona hier darum, das Wasser zu reinigen. Nicht so hundertprozentig gut, wie man hier sieht. Ja gut, da kommt so ein Riesenschlamm. Ja, so ein riesen Schlammding runter. Wobei, wir haben doch jetzt eigentlich diesen Schlammraubschleim da. Oder was auch immer, diesen Raub. Das Raubding. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Besiegt! Der hat doch hier alles verschmutzt. Und jetzt müssen sie hier immer noch ackern. Naja, gut. Aber auf jeden Fall, Jona hat übernommen für Sidon. Und sie hat hier noch eine Quest tatsächlich. Die habe ich mir gedacht, machen wir jetzt noch. Einfach, weil sonst vergesse ich es. Und die scheint irgendwie auch storyabhängig zu sein. Das heißt, wenn alles sauber ist, wird die Quest wahrscheinlich nicht mehr existieren. Aber fragen wir sie mal. Oh, ach Link, ich wollte mit dir noch über etwas sprechen, falls es dir recht wäre. Und zwar über deine Sora-Rüstung. Nachdem sie auf deinen Abenteuern beschädigt worden war, sollte sie ja im Dorf für dich repariert werden. Sie ist fast wieder wie neu, nur eine Kleinigkeit fehlt im Moment noch. Um die Reparatur abzuschließen, brauche ich noch die Schuppen eines bestimmten Fisches, des uralten Arowana. Leider ist er heute sehr rar geworden und ich weiß noch nicht mal, in welchen Gewässern er noch haust. Doch da seine Schuppen ein gängiges Material für Rüstungen sind, könnte unser Schmied Dento genaueres wissen. Es ist mir sehr unangenehm, dass wir für die Erfüllung unseres Versprechens jetzt doch wieder deine Hilfe brauchen. Aber wenn du mir einen uralten Arowana bringen könntest, wäre die Sache nur erledigt. Die Sora-Rüstung würde selbst dir als Hylianer das Hinaufschwimmen von Wasserfällen gestatten. Machen wir gerne, meine liebe Jona. Diese Fähigkeit wäre dir auf deiner Reise sicher von riesigem Nutzen, stimmt's? Die wollte ich ja eigentlich kaufen, glaube ich, damit ich die Wasserfälle hochkomme. Aber die gab es ja irgendwie nicht. Aber jetzt wissen wir es. Sie haben die Rüstung quasi von Breath of the Wild damals übernommen. Die ist wohl kaputt gegangen. Und ich suche jetzt gerade den Questmarker eigentlich. Reparatur der Sora-Rüstung. Achso, ich soll jetzt einfach... Ja, benötigt schon mal. Leider ist der Fisch selten geworden. Dento, Schmied Dento. Na gut. Aber das geben wir uns doch sehr gerne. Das könnte hilfreich sein. Vor allem, weil hier sind ja auch quasi Wasserfälle. Das könnte ja vielleicht später wieder zu Wasser werden. Und dann könnte ich da hochschwimmen. Wäre jetzt meine Hoffnung. Oder das da ist auf jeden Fall Wasser. Das ist doch Wasser. Da könnte ich hochschwimmen. Das wäre cool. Nee, das geben wir uns wirklich noch. Ich will eigentlich nur zur Map. So. Das geben wir uns. Da bin ich für zu haben. Und vielleicht brauchen wir sie sogar. Das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht, ja, die Himmelsbrücke. Könnte ja vielleicht tatsächlich ein Wasserfall sein, wo wir hochschwimmen können. Gut, Sidon wird uns dann wahrscheinlich hochtragen, aber... Wahrscheinlich sowas in der Richtung. Das würde Sinn ergeben. Wahrscheinlich male ich mir jetzt die tollsten Dinge aus, aber nichts davon stimmt. Was war denn jetzt diese Leiter? Da. Auf jeden Fall muss das aufhören hier mit der Matschepampe. So, wo war denn hier der Schmied? Der Schmied Dento. Ist der überhaupt hier? Das müssen wir mal gucken. Ist das mein Schatzi? Ich meine natürlich Link. Willkommen zurück. Beeindruckend, dass du es bis hierher geschafft hast. Die Straßen sind durch den Schlamm ganz matschig und der Fluss ist so schmutzig, dass wir darin nicht schwimmen können. Du bist echt toll, Link. Nein, das fühlt sich einfach falsch an. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich dürfte den Retter unseres Dorfes nicht mit dem Spitznamen aus unserer Kindheit rufen. Aber für mich bist und bleibst du einfach Lin-Lin. Ich hoffe, als alte Freundin darf ich mir das rausnehmen. Jedenfalls gut, dass du es in dieser Notlage sicher zu uns geschafft hast. Es ist schön, dich wiederzusehen, Lin-Lin. Weißt du was? Wo du schon einmal hier bist, musst du dich einfach bei uns ausruhen. Wie du siehst, hättest du das Gasthaus ganz für dich allein. Und das Wasserbett ist einfach himmlisch. Okay, hier ist das Hotel. Und da ist der Händler. Aber wo ist der Schmied? Willkommen, willkommen.
Willkommen im Marottmarkt. Aufgrund des Schlamms haben wir nicht mehr viele Kunden. Also habe ich mir gedacht, dass ich wenigstens ein Lied über den Schlamm singen kann. Okay, lass hören. Dann hör bitte zu. Text geschrieben von Marott, Musik geschrieben von Marott, gesungen von richtig, mir, Marott. Schlamm, die da, Schlamm bedeckt das Dorf. Überall richtig dick und patschig, Kiem schlammig, Flossen matschig. Selbst ihr Text versinkt im Schlamm, das hilft uns auch kein Schwamm. Prima, jetzt wo du mein Lied gehört hast, geht es mir besser. Oh, und dir geht es dann viel schlechter? Das täte mir leid. Boah, wo war denn hier der Schmied? Kann mir mal jemand helfen? Da oben ist doch der Thronsaal. Keine Ahnung, wo der Schmied war. Den habe ich ja quasi gerade gesucht. Mühle? Wir haben nicht mal da. Schlamm ist einfach eklig. Könnte denn Dento sein? Betuga? Nein, das tun wir nicht. Hier ist der Thronsaal. Hier ist noch irgendwie links und rechts was, aber das sind wahrscheinlich nur... Ja. Das ist nichts Besonderes. Wer von euch ist Dento? Ja! Zu langsam. Das dauert zu lange. Was dauert lange? Ein Bericht über das Ergebnis. Was macht er nur? Auf der anderen Seite des Wasserfalls gibt es einen kleinen See, den Totosee. Die Klippen an seinem Ufer sind während des Kataklysmus herabgestürzt. Und man stelle sich vor, es kam eine alte Ruine zum Vorschein. Ich bin froh, dass Prinz Sidon den gelehrten Giato beauftragt hat, die Sache zu untersuchen. Aber der ist so beschäftigt, seine Flossen in die Ruine zu stecken, dass er uns keinen Bericht schickt. Ich verstehe ja, dass Gelehrte denken, ihre Arbeit sei zu ihrem Vergnügen da, aber manchmal ist das äußerst lästig. Was? Du konntest die Inschrift auf der Steintafel am Totosee lesen? Also, was steht dort geschrieben? Nein, warte. Ich bin dir dankbar für deine Hilfsbereitschaft, aber Giato sollte mich darüber persönlich unterrichten. Also wirklich, ich kann nicht glauben, dass er einen Hylianer beauftragt, den Bericht über die Untersuchung zu überbringen. Naja, dann halt nicht. Die Frage ist, wo soll denn jetzt der Schmied sein? Weil hier ist ja auch keine Markierung für einen Schmied. Ich weiß nicht, ob die erst kommt, wenn ich den schon, wenn ich schon in der Nähe war, aber... Oder ist der vielleicht ganz woanders? Aber das muss doch ein... Reparatur der Soa-Brücke. Uralter Arowana. Könntest du Wasserfälle... Für die Fertigstellung werden jedoch nur noch die Schuhe eines Fischen namens Uralter Arowana benötigt. Ja gut, ich habe keinen uralten Arowana, aber um den geht es vor allem. Aber ich brauche ja die Info irgendwie. Aber wo ist denn der Schmied, der mir die Info geben könnte? Ich weiß nicht mehr, wo der Schmied war. Selbst aus Breath of the Wild. Ich dachte, hier unten wären überall diese Räumlichkeiten. Gut, hier sind mehrere, ne? Nee, hier ist aber, das ist noch nur hier. Einmal der Laden. Du bist Clef.
du bist? Du siehst, du könntest ein Schmied sein. Bist du ein Schmied? Du siehst nach Schmied aus. Ja. Ah, du bist es. Ha, Dento. Kann ich dir mit etwas helfen? Ho? Du suchst nach einem uralten Arovana? Hm, mal überlegen. Ich habe gehört, dass einer bei Mifas Statue auf dem Donnerhorn gesichtet worden sein soll. Diesen seltenen Fisch braucht man für die Sora-Rüstung. Es wurde lange keiner mehr gesehen, doch nun taucht er plötzlich wieder auf. Ist das eine Folge des Kataklysmus? Auf dem Donnerhorn. Nähe der Mifa-Statue. Auf dem Donnerhorn. Donnerhorn. Da? Ach so? In der Nähe der Mifa-Statue am Donnerhorn. Da, hä? Da komme ich doch her. Jemand will in der Nähe der Mifa-Statue auf dem Gipfel des Donnerhorns einen uralten Arovana gesehen haben. Da komme ich doch her. Hm. Hm. In der Nähe der Mifa-Statue? Ach, vielleicht finde ich erst einen, wenn hier sauber gemacht wurde. Das könnte sein. So, die Mifa-Statue ist doch wahrscheinlich da oben irgendwie. Hip. Hip. Hack. Hack. Hip. Hack. Hip. Hack. 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 Hip. Hack. Hack. Da ist eine Mifa-Statue. Jetzt nicht zu laut sein am besten, was? Juck. Ach Gott. Nee, später. Da sind auf jeden Fall Fische drin. Ah! Mist. Schnell genug. Nicht. Also hier sind auf jeden Fall welche. Ich will jetzt nur am liebsten hier raus, bevor ich ersaufe. Das ist ja nicht nur einer hier, aber die fangen. Das ist die Kunst. Ha! Hab ich ihn! Jetzt! Jetzt! Gibt's noch mehr von denen? Nee, jetzt sind sie weg. Oder? Da war doch... Habe ich gerade einen Fisch gesehen? Da werden wir schon mal Fische fangen. Ich habe ja so viel Essen hier verloren. Hey. Ha! Die sind sicher lecker. Mal gucken. Uralter Arovana, ein sehr lebhafter Fisch, der seit Urzeiten dasselbe Aussehen hat. Der Verzehr des nährstoffreichen Fleisches füllt deine Herzen ein wenig auf. Ja, warum nicht? Komm, einen nehmen wir noch mit. Hä? Wo ist er? Ja, abgetaucht. Mist. Komm hoch! Blöder Fisch. Mist, zu langsam. Ich möchte dich einfangen! Lass dich fangen! So kriegt man seine Minuten hier auch voll. Wo willst du denn hin? Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde?
Sieht aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Ja, gleich. Aber ich glaube, jetzt habe ich sie gänzlich verscheucht. Doch, da unten ist er. Ich kriege ihn nicht mehr. Ja, ich habe immerhin einen gefangen. Stündchen später. Ha! Hab ich dich! So, jetzt! Und jetzt kommt der Krog dran. Kriege ich dich denn jetzt am besten darüber durch den ganzen Schlamm? Eigentlich am besten durchs Wasser, ne? Ach! Na sowas! Kann ich auch einfach runterkugeln lassen. Pampe. War das Lager vorher hier auch schon? Nee. Jetzt seit ich hier den. Naja, gut. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Bitteschön. Tschüssi. So. Jetzt ist es auch wieder hell. Auf wundersame Weise. Und jetzt können wir die Schuppe abgeben. Bei ihr. Also den Fisch zumindest. Für die Reparatur deiner Sora-Rüstung benötige ich die Schuppen eines uralten Aquavana. Leider ist dieser Fisch in letzter Zeit sehr selten geworden. Ich weiß nicht einmal, in welchen Gewässern er noch haust. Doch da seine Schuppen ein gängiges Material für Rüstung sind, könnte unser Schmied Dento genaueres wissen. Solltest du einen uralten Aquavana finden, bring ihn bitte hierher zu mir. Hab ich doch. Mit der Sora-Rüstung könntest du als Hyliana Wasserfälle hinaufschwimmen. Diese Fähigkeit wäre dir auf deiner Reise sicher von riesigem Nutzen, stimmt's? Hier, bitteschön. Ein uralter Aquavana, ich bin ja so froh. Mit diesem Fisch kann ich deine Sora-Rüstung endlich vollenden. Warte bitte kurz, ich muss zu meinem Werkzeug. Wird überhaupt nicht lange dauern. Bitte sehr, wassertauglich und wie neu. Einwandfrei repariert. Schwimmtempo hoch. Von der verschiedenen Sora-Prinzessin gefertigt, ermöglicht es auch Hyliana, Wasserfälle hochzuschwimmen. Bitteschön, nimm. Und unser aller Segen für deine künftigen Taten begleite dich. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gut gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Die Sora-Rüstung gestattet es Hylianern wie dir, Wasserfälle zu erklimmen. Natürlich weißt du das bereits selbst. Mögen dir ihre Kräfte auf deiner Suche nach ihrer Hoheit Prinzessin Zelda von Nutzen sein. Einen Schlammwasserfall kann man leider nicht hinaufschwimmen. Diesen Wasserfall solltest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können, Link. Auch wenn es etwas trüb ist. Ich hoffe, dass dir die Rüstung bei der Suche nach Prinzessin Zelda helfen kann. Jawoll! Das wird mir sehr helfen. Gut, dass wir die Quest noch gemacht haben. Außerdem sieht die gar nicht mal so unschick aus. So. So, jetzt müssen wir als nächstes zu Sidon. Ach man, anderen. So. Und zwar zum Stausee. Ja, dann hätte ich einfach hier wieder hoch. Jetzt muss ich wieder hoch. Rinnende Kartoffeln, raus aus der Kartoffel. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, 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 Mensch.
Gut, den Wasserfall da hinten müssen wir jetzt nicht unbedingt erstmal erst hochschwimmen. Aber gucken wir mal. Ich will jetzt erstmal gucken, wo Sidon ist. Wir sollten vielleicht die andere Quest wieder aktivieren. Genau. So. Ja, was guckst du da so skeptisch? Was ist das? Was ist das? Beim östlichen Stausee kann man eine Säule aus Licht sehen. Hat der Kataklysmus sie etwa entstehen lassen? Nein! Das war ich. Jetzt müssen wir nur schauen, wo Sidon ist. Ach, da in der Mitte. Auf dem Dingsi. So. Oh. So, also gelingt es uns, in den Himmel empor zu steigen. Was war das? Hast du das gerade eben auch? Ach, nicht wichtig. Keine Zeit, jedem Gespenst nachzugehen. Wir sollten erstmal ergründen, woher dieses Licht kommt. Oh, ich habe eine Idee. Meine Güte, da rein? Okay. Ist das auch sicher? Ich lass mich jetzt einfach fallen, okay? Schnell hier raus. Hinterher? Nein? Okay. Leuchtet da? Das kann man nicht kaputt machen. Oh, da kommt Wasser raus. Da kommt Wasser raus. Ich meine, ich kann natürlich auch. Wo ist denn Yunobo? Oder habe ich irgendwas? Habe ich noch eine Donnerblume bei mir? Ich glaube, ich mache lieber. Also, wenn ich wirklich eine Donnerblume schießen soll, sollte ich vielleicht ein bisschen Abstand nehmen. Habe ich überhaupt eine? Das ist die große Frage. Da ist eine. Ja, das ging doch schon mal gut.
Zauberbohr hätte auch geholfen, aber der ist ja nicht da. Der hat sich verkrümelt. Ist ihm zu nass hier. Keine Ahnung. Sonst rennt er immer im Weg. Da bist du. Da bist du, du feige Socke. Nee, das schmeißen wir jetzt nicht. Antike Sora-Heiligtum. So, so. Noch so ein Ding. Ihn rausgekickt. So, jetzt ist natürlich ungünstig gerade. Wo müssen wir denn hin? Da hinten ist noch so ein Teil. Ja, also entweder Donnerblumen haben. Oder schon Yunobo freigeschaltet haben. Ne? Man kann es hier in beliebiger Reihenfolge spielen. Und da kommt gar nichts raus. Ah. Okay. Nicht so wie das nix. Moment. Ach Mann, lass deine Waffe ganz. Aber wir basteln uns einfach. Nein? Doch, eigentlich sollte es. Ach, Mann. So. Jetzt wäre ein Yunobo gut. Ja, toll. Ich kann dich auch da hochpullern lassen, aber. Ich weiß nicht, ob du da triffst. Du hast meine Rampe kaputt gemacht. Yunobo, pfui. Yunobo, ganz großes Pfui. Scheiße. Ja, aber da hätte ich auch einfach nur... ja. Okay. Wie komme ich denn jetzt hoch? Yunobo, pfui. Ich geht so auch. So. Und dann machen wir es mit der Waffe. Das sollte jetzt gehen eigentlich. Ja. Jetzt saufe ich zwar, aber... Oder auch nicht. Bin nur ein bisschen nass geworden, na gut. Der hier mal meine Brücke kaputt. Oh, gut, wo holen wir uns noch schnell? Waffe wäre gut. Sora-Schild. Ein Schild mit eleganten Verzierungen. Geübte Kämpfer können die geschwungenen Seiten dafür nutzen, feindliche Angriffe ins Leere laufen zu lassen. Okay.
eigentlich müsste ja meine Schwimmgeschwindigkeit jetzt durch die Sora-Rüstung erhöht sein. Merken tue ich es nicht. Ist da noch so eine Öffnung? Ist ein bisschen neblig und diesig. Das ist immer nur schlecht. Doch, hab schon. Frage ist, wie komme ich da jetzt dran? Wenn ich da jetzt dran gehe, dann platsche ich gleich ins Wasser. Sind zwar Bretter, komme ich aber nicht dran. Nee. Sieht eher schlecht aus. Upsa! Na toll. Na gut. Jetzt bin ich eh unten. Lass doch! Nein! Ach, Kumpel. Da geht's auch rein. Interessant. Nimmt uns diese Erkenntnis was? Ich glaube nicht, da ist zu. Ah, obwohl. Wirklich? Scheint uns das nicht zu helfen. Ah, wie geht's noch weiter? Da ist er auch zu. Das ist hier ein Labyrinth. Da bin ich reingekommen. Okay. Hm. Nee. Scheint eher nicht so viel zu bringen. Müssen irgendwie da hochkommen. Gut, liebe Leute. Aber ich würde sagen, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Vielleicht auch einfach mit einer Donnerblume oder so von der richtigen Stelle. Also, da kommen wir nicht hoch. Es ist ja viel zu glitschig alles. Also ich denke schon, wir brauchen hier die Bretter. Die Frage ist, wie bringen wir sie da hinten rüber? Dass wir sie so ein bisschen anlegen können. Und hier oben kann ich sie wahrscheinlich gar nicht greifen. Nee, sind zu weit weg. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder bei und dann finden wir irgendwie einen Weg. Eigentlich müssen wir die so quer hier drüber legen, ne? Da. Aber dafür muss ich sie ja erstmal hochbringen. Ja gut. Wie gesagt, beim nächsten Mal gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder bei. Wir sehen uns. Ciao, ciao, meine Lieben. Bis dann.